und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe jetzt erstmal noch ein kleines Treffen in der Uni, aber diese Woche ist Birthday Week, denn ich habe Geburtstag, ich werde 23 am Donnerstag und ich würde sagen, wir bereiten diese Woche alles zusammen vor. Total vergessen, in dem ganzen Uni-Zeugs irgendwas zu filmen, aber ihr seht, ich habe die Ballons von der Babyparty noch ein bisschen Reste verwertet. Ich kann ein bisschen fast nicht glauben, dass die immer noch leben, zumindest teilweise. Das sieht jetzt natürlich sehr schäbig aus. Ich habe die einfach nur auf diese Leine gehängt. Und was ich jetzt vorhabe, ist erstmal den Rasen zu mähen. Denn ja, ich habe jetzt hier einen Garten. Deshalb muss ich mich dem da annehmen. Das sieht ein bisschen... Ja. Seht ihr das kleine grüne Stück hier vorne, was ich angezüchtet habe mit ganz viel Liebe? Okay. Und dieses Stück hier habe ich auch angezüchtet mit ganz viel Liebe. Aber da hat die Liebe nicht ganz so gefruchtet. Hier kommt eine Rasenmäher-Timelapse. Also ich bin jetzt so richtig platt. Ich weiß nicht, wie lange ich war, wie viele Stunden ich im Garten war. Ich habe ja nicht nur den Rasen gemäht, sondern ich habe auch noch alle möglichen Sachen weggeräumt. Und das ist mein Backofen. Thanks. Ich bin echt kein Freund von Gartenarbeit. Ich war es noch nie. Als Kind mussten wir immer so ein bisschen mithelfen. Und ich weiß nicht, alles, was draußen krabbelt, löst in mir irgendwelche Brechreize aus. Und ich habe heute weiß nicht, wie viele Spinnen gesehen. Naja, aber jetzt ist mein Garten immerhin... Ich gucke die ganze Zeit raus, weil ich hier auf das gemähte Gras sehe. Und ich mache mir jetzt meine Lasagne hier noch in den Ofen. Die ist richtig süß, so ganz klein. Und ich werde noch meine Nägel, glaube ich, lackieren. Und noch ein bisschen... arbeiten. Und ja, und ich trage übrigens heute mein One in a Minion Shirt. Das hat mir meine Gastmama mal geschenkt. Ich glaube, die hat es irgendwo bestellt auf Etsy oder so. Miam, miam, miam. So, 25 Minuten. Here we go. Heute ist mal zur Abwechslung ein ziemlich ruhiger Tag. Ich muss sagen, ich glaube, ich hatte einen Tag wie heute seit 2, 3 Wochen nicht mehr oder so. Und ich brauche diese Tage tatsächlich sehr, um so mal wieder ein bisschen mein Gleichgewicht zu finden, anstatt dass ich von einem zum anderen renne. Zum einen regnet es irgendwie und dann kommt die Sonne und jetzt regnet es wieder. Ich verstehe es auch nicht so ganz. Und ich habe mal wieder gefrühstückt, dabei YouTube-Videos geguckt, so kleine Sachen. Heute ist irgendwie ein komischer Tag und zwar waren ja jetzt die Europawahlen vor ein paar Tagen und jetzt geht die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, hat halt sich so ein bisschen dazu geäußert, dass sie das voll die Meinungsmache findet, was diese ganzen YouTuber da behaupten und dass wir ja quasi, so, also ja... Und sie fordert gewissermaßen irgendwelche Regeln und dass sie das halt nicht cool findet, weil ich war quasi Teil von diesem Statement-Video von Rezo. Und ja, naja, jedenfalls haben jetzt diverse Zeitungen, oh, da kommt schon meine Managerin, die wollen nämlich Interviews führen und die muss ich jetzt noch besprechen. Living in a sequence, trying not to see it, need some bliss in the turbulence. I'm praying on the weekdays, drowning in the weekend. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, mich machen solche Interviews schon sehr nervös, weil ich denke, ich sage immer, ich bin kein krass politischer Mensch. Ich habe natürlich zu super vielen Sachen eine Meinung, bin jetzt aber keiner, der sich da gerne in Diskussionen mit anderen Leuten begibt, wenn es nicht sein muss. Aber ich mache mich jetzt mal kurz fertig. Ich mache mir, glaube ich, einen Eiskaffee, weil... just to treat myself, you know. Genau, ich mache meinen Eiskaffee, mache mich fertig, weil so möchte ich kein Interview geben. Also ich glaube, das wird ein Skype-Interview, aber ich glaube, das ist auch eine wichtige Erfahrung. Also, we'll see. Als wollte man die einschränken bei dir oder bei den YouTubern auch? Also ich finde schon ein Stück weit, einfach dadurch, dass sie in irgendeiner Art und Weise mehr Regeln verlangt. Hat dich das geärgert von der Annegret Kramp-Karrenbauer? Es hat auf jeden Fall mich ein bisschen zum Staunen gebracht, verdutzt.
weil ich dachte, woher kommt das jetzt? Also ein bisschen finde ich, dass es halt so ein bisschen die Schuld auf wen anders schieben ist, nachdem die Wahl vielleicht nicht so gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat. Deswegen finde ich das ein bisschen schade, die Herangehensweise. Okay, weiß ich Bescheid. Okay. Vielen Dank. Ja, vielen Dank nochmal. Danke, macht's gut. Tschüss. Danke, tschüss. Ach du Scheiße. So, der Tag war irgendwie, ich weiß nicht, interessant. Es hat sich dann irgendwie, ich habe dann noch ein zweites Interview gemacht. Und das erste kommt scheinbar direkt gleich. Ich mache mir gerade Essen und die Marie kommt jeden Moment und dann chillen wir eine Runde. Deswegen ist das erste Mal seit langem, dass wir nicht chillen wegen Game of Thrones oder GNTM, sondern einfach so. Es sind unter anderem diese Tweets, die jetzt für Aufregung sorgen. Annegret Kramp-Karrenbauer verteidigt die Meinungsfreiheit, schreibt aber, worüber wir sprechen müssen, sind Regeln, die im Wahlkampf gelten. Auch die hessische Influencerin Domino Kati hatte sich dem Protestvideo auf YouTube angeschlossen. Sie kann Kramp-Karrenbauers Reaktion nicht verstehen. Also ein bisschen finde ich, dass es halt so ein bisschen die Schuld auf wen anders schieben ist, nachdem die Wahl vielleicht nicht so gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat. Auch an der und bei uns ist okay, der wow. Diese Interview hat sich jetzt nicht gehört. Das war viel länger. Das war so 5 Minuten oder so. Super Einspruch. Anyway, schönen Morgen. Ich war schon den ganzen Morgen am Rennen. Ich glaube, mein Gesicht glänzt auch übrigens auch vom Fixing Spray, denn heute muss mein Make-up einfach halten. Ich habe hier nämlich gerade alles ein bisschen aufgeräumt und dann wird auch gleich geputzt. Und meine Neffen kommen jetzt gleich noch für eine Stunde vorbei und dann babysitte ich die für irgendwas. Und dann muss ich noch 1000 Sachen besorgen. Also, heute ist nochmal the final countdown bis zur Geburtstagsparty morgen. Aber ich freue mich sehr. Ich glaube, das wird ziemlich cool. Ein Liter vor. Ein Kamera. 2000 Jahre später. Ich sag euch Leute, heute war so ein Tag. Hier gibt es einfach kein angenehmes Licht gerade. Wie ihr gesehen habt, waren meine Neffen jetzt fast den ganzen Tag hier. Das war gar nicht geplant. Ich sollte eigentlich nur so eine Stunde nach denen schauen oder so. Aber dann hat sich mein Bruder Jo dazu erklärt, nochmal nach einem Grill für mich zu suchen. Und hat tatsächlich einen gefunden. Hat den jetzt über den Tag hinweg aufgebaut. Und mein Papa kam noch spontan. Und dann war hier Highlife den ganzen Tag. Ich bin fix und fertig. Ich habe offiziell in einer knappen Stunde Geburtstag und ich muss sagen, in den Geburtstag reinfeiern war, als ich groß geworden bin, immer so ein Ding von unserer Familie. Wir haben uns dann quasi um 12 Uhr hingesetzt, haben angestoßen, haben irgendwie nachts um Kuchen gegessen und dann sind wir alle schlafen gegangen. Und jetzt ist es irgendwie nicht mehr so, weil wir ja alle nicht mehr zu Hause wohnen. Ich ziehe es gerade wirklich in Betracht, jetzt schon schlafen zu gehen. Und ich konnte immer Leute nicht verstehen, die sowas machen, weil, hallo, es ist der Geburtstag, man muss reinfeiern. Aber ich kann gerade nicht mehr. Deswegen, ich werde mich jetzt auf der Stelle abschminken und mich in mein Bett legen und dann gucke ich mal vielleicht noch, ob ich irgendeine Folge von der Serie schaue oder so. Aber vielleicht schlafe ich auch einfach rein. Zu diesen Ballons kam ich auch heute noch nicht. So much stuff. Hier sieht es auch noch aus, ey. Scheiße. Soll ich euch was Cooles zeigen? Und zwar habe ich jetzt endlich meine Lampen installiert. Hey Siri, Wohnzimmer auf blau. Dein Wunsch ist mir Befehl. Blau? Das sieht richtig krank aus. Wohnzimmerlampen auf pink. Bitte sehr, pink. Yay! Das ist dieses Hue-System, also Hue. Aber ich kann es natürlich auch hier einfach ausmachen. Bitte. Das Gefühl, in diesem Vlog habt ihr einfach die Katzen noch kaum gesehen. Aber ja, Cooper chillt hier in der Badewanne, während ich mich fertig mache. Der arme Kerl war so gestresst von den Babys heute, von den Zwillingen, weil der hat so eine Panik vor Kindern aus irgendeinem Grund. Die haben ihm nichts getan, aber die sind einfach laut und wuselig, glaube ich, für ihn. Deswegen hatte der heute ziemlich viel Stress. I love you. Oh, wow. Und er macht den Abgang.
Ich glaube, ich habe noch nie so langweilig meinen Geburtstag reingefeiert. Aber ich habe es ausgehalten. Happy Birthday to me. Ich gucke gerade Pitch Perfect. Zumindest habe ich jetzt die ersten 10 Minuten überlebt. Und ich habe es gerade einfach nicht gecheckt, dass ich Geburtstag habe, bis gerade Nachrichten reinkamen. Funny. Okay. Well, happy birthday to me. Cooper macht sich das, glaube ich, auch schon gemütlich. Und wir sehen uns morgen wieder. Good night. Birthday Beauty. Leute, der Cooper ist gerade ernsthaft in die Badewanne gefallen. Oh Gott, kleine Wurst. Der ist in die Badewanne gefallen und kam nicht mehr. Oh nein, du kleiner. So, ich bin jetzt fertig geschminkt zumindest. Meine Haare lasse ich jetzt noch fertig trocknen. Ich föhne die immer nur so ein bisschen an. Und damit sie einigermaßen trocken aussehen und der Rest kann dann automatisch trocknen, weil ich habe ja noch ein paar Stündchen, noch so 4. Meine Familie kommt gleich noch und dann frühstücken wir. Es ist zwar schon 11 oder so, aber das ist okay. Wir haben auch gestern schon hier die Bänke ein bisschen aufgestellt und wir haben vor allem hier so Lampions aufgehangen. Yes, I can't wait. Schon eine Weile am Wuseln. Das ist jetzt erstmal der innere Esstisch. Ich habe hier noch so ein Happy Birthday aufgehangen. Because why not? Hier kommen dann gleich die ganzen Kuchen drauf. Hallo Kuchen. Hier haben wir noch die ganzen anderen Tische und die Lampions, die wir gestern aufgehangen haben. Da drin gibt es dann eben auch noch ein bisschen Getränke und sowas. Hier kommen noch Stühle hin. Da ist mein neuer Grill. Und ja, das ist so die Situation hier gerade. Wer hat die schöne Blumendeko gemacht? Warte, kurze Appreciation. Johanna, der Florist. So, die Party ist im vollen Gange. Das ist die Oma. So, hier haben wir meine Abi-Gang, dann haben wir Uni-Gang. Dann ist Familie auf Familie auf Familie. Tam, tam, tam. Mir wurden unendlich viele Pflanzen und Kräuter und so geschenkt, was ich sehr cool finde. Und auch mutig, denn ich habe keinen grünen Daumen. Oh, love it. Dann haben wir jetzt hier unsere Kuchenstation. Hier ist leider nicht mehr viel Kuchen da. Ich hatte es vorher filmen sollen. Wie ist das Fleisch? Alles für dich. Ich habe auch eine Portion für dich. Ja, ich bin uns auch einmal eingeräuchert. Gib uns alles, Kati. Und Manu, was machst du da? Er isst die Reste. Die Sonne kommt raus. Wenn du denn dazu kommst. Eigentlich sollte, ich habe die ganze Woche den Wetterbericht gecheckt. Und es sollte doch keine Sonne kommen. Aber weil wir so fleißig aufessen, gibt es welche. Ja, hier. Wo findet man Sanic? Wassermelone.
Freunde, das Größte ist jetzt wieder aufgeräumt und ich wollte mich an dieser Stelle für die ganz vielen lieben Glückwünsche bedanken, die mich erreicht haben gestern. Und ja, ich habe mir gerade tatsächlich noch ein bisschen von meinem Grillzeug gemacht, auf meinem neuen Grill. Moment. Das da ist Domino Brati. Der Namensvorschlag kam von irgendwem aus der Community. Mega witzig, vielen, vielen lieben Dank. Und da haben wir auch noch Finn. Ich hoffe sehr, dass euch dieser Vlog gefallen hat und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, wann auch immer ihr das schaut. Und wenn ihr mögt, dann könnt ihr sehr gerne hier meinen Kanal abonnieren und hier ein anderes Video schauen. Ich drücke euch ganz lieb, macht's gut. Tschüss.